Herzlich willkommen zurück in meiner Küche in der Kürbiszeit. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie ein Chili zubereiten können. Normalerweise kennt man das ja mit Bohnen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das mit Kürbiswürfeln statt mit den Bohnen zu machen. Ich habe dazu vorbereitet einen Butternut-Kürbis. Den habe ich Ihnen ja schon vorgestellt, der sich eben dadurch auszeichnet, dass der Stiel nicht hohl ist und keine Kerne hat und dass man da schöne gleichmäßige Würfel schneiden kann. Ich empfehle Ihnen, machen Sie es erstmal hochkant mit einem großen Messer, schneiden Sie mal durch. Dann können Sie es nämlich hier auf die Schnittfläche legen und können leichter schneiden. Dann schneiden wir hier Scheiben davon. Und die Scheiben können wir dann auch wieder so hinlegen, dass nichts wackelt. Und können Würfel davon machen. Ich hatte den Kürbis gerade auf der Waage. Allein dieser Stiel hat schon fast 600 Gramm. Das heißt, wir müssen ihn nicht ganz verarbeiten. Aber achten Sie immer darauf, wenn Sie Kürbis schneiden, dass Sie wirklich gerade Schnittflächen haben, damit Sie auflegen können, weil es sich doch sehr schwer schneidet, dass das dann nichts wegrutscht, sondern für Sie einfach für Ihre Finger auch sicher ist. Ja, für 500 Gramm Hackfleisch für das Chili ungefähr gleiche Menge oder 450 Gramm Kürbis. Wir brauchen noch, wie für andere Chilis auch dazu, zwei Zwiebeln, das Hackfleisch und ein Chili-Gewürz. Ich habe Ihnen im Rezept aufgeschrieben, was Sie an Einzelgewürzen reintun können. Sie finden bei mir auf der Homepage aber auch ein Rezept über selbst hergestelltes Chili-Pulver. Wenn Sie gerne Chili essen, rentiert sich das durchaus für Sie, dieses Pulver selbst herzustellen. Es hat ungefähr 10 Komponenten, vom Kreuzkümmel über Oregano bis zum Kakaopulver, der da reinkommt. Also nicht Kaba, sondern Kakaopulver. Und das gibt dann auch die satte, dunkle Farbe. Und Sie können das sehr gut im Großen vorbereiten. Und ich mache immer, ich kann es Ihnen gleich mal zeigen, ich mache hier immer so einen großen, runden Behälter. Das ist mein Chili-Gewürz, sehr intensiv. Ja, das Ganze kostet Sie ungefähr 6 Euro, wenn Sie es selbst zubereiten. Wenn Sie Chili-Fix-Päckchen kaufen, da haben Sie ja wahrscheinlich 16 oder 20 oder sogar 30 Euro los, um diese Menge zu haben, die Sie damit haben, machen können. Wie gesagt, wenn Sie gerne Chili essen, rentiert sich es auf jeden Fall hier mal selbst, so ein Chili, selbst hergestelltes Chili-Pulver zu machen. So, ich schneide noch die letzten Kürbisse. Sie sehen, wenn er nicht eben ist, rutscht er einen leicht weg. Daher immer beim Kürbis wirklich gut auf die Finger achten. Dann haben wir hier die Würfel, Kürbiswürfel. Teller, dass wir sie damit zum Herd nehmen können. Ich bemühe mich, dass heute mal nicht so viel fällt wie das letzte Mal. Ich mache einfach mal die Hände dazu, dann geht es noch leichter. So. Dann brauchen wir noch die zwei Zwiebeln. Auch bei den Zwiebeln müssen Sie nicht so fein schneiden. So gutes Chili soll ja mindestens, ja, eine Dreiviertelstunde köcheln und da werden auch die Zwiebeln weich dabei. Ansonsten brauchen wir an Zutaten noch das Hackfleisch, entweder gestückelte Tomaten oder Sie haben ein selbst zubereitetes Tomatenmark. Jetzt waren ja wirklich gute Zeiten mit Tomaten im Garten, vielleicht haben Sie auch selbst was eingemacht. Ansonsten nehmen Sie eine Dose Pizzatomaten, die können Sie genauso nehmen dazu. Und noch etwas Knoblauch und dann haben wir alle Zutaten fertig. Die gibt es hier auf dem Teller, dass wir es mit rübernehmen können. Und werde auch wieder den Knoblauch gleich mit drauf pressen. Zwei Knoblauchzehen. Ich habe hier den frischen Knoblauch. Darum schäle ich ihn, weil der doch immer recht weich ist und die Schale so elastisch, die presst sich nicht so gut durch wie der schon etwas ältere Knoblauch. Und schon geht das Geweine an, aber wir haben es gleich geschafft. Gleich wird auf die Zwiebel drauf. So, und wenn wir alles vorbereitet haben,
gehen wir zum Herd, nehmen alles mit und fangen an, unser Chili zuzubereiten. Jetzt haben wir alle Zutaten vorbereitet für unser Chili. Jetzt geht es an die Zubereitung. Ich habe hier einen Topf aufgestellt. Ich habe einen beschichteten Topf genommen. Es lässt sich zwar nicht so toll anbraten im beschichteten Topf, aber dafür brennt mir auch nichts an. Der Chili soll ja so eine gute Stunde kochen. Und es wäre blöd, wenn ich da ständig im Edelstahltopf rühren müsste. Und so im beschichteten Topf habe ich doch mal 10 Minuten Ruhe und kann dann mal wieder kontrollieren, ob es passt. Ich fange an und gebe Öl rein. Ich habe den Topf schon vorgewärmt. Ich gebe jetzt mal 3 Esslöffel vom Rapsöl rein und brate als erstes das Fleisch an. Ich habe hier 1 Pfund Rinderhackfleisch. Das gebe ich rein. Mal schauen, ob es schon heiß ist. Gewürzt, es ist schon heiß. Fleisch anbraten ist immer ein bisschen Arbeit. Man muss immer stochern, damit es sich zerteilt, damit es keine großen Klumpen gibt. Aber es geht auch relativ schnell. In der Küchenfachsprache spricht man davon, dass das Hackfleisch krümelig ist. Aber es wird nicht von selber krümelig, sondern das krümelig machen sie mit ihren Armen und mit ihrem Küchengerät, dass sie immer wieder so reinstochern. Darum nehme ich auch sehr gern so einen Spatel, weil ich da eine große Fläche habe oder eine große Schneide, wo ich das zerkleinern kann. Wenn das Hackfleisch dann soweit ist, dass es krümelig ist, dann gebe ich die vorbereiteten Zwiebeln mit rein dazu und den Knoblauch. Lass die auch anbraten. Haben wir ja gerade vorgeschnitten. 2 Zwiebeln, 2 Zehen Knoblauch. Brate die mit an. Und was ich dann schon immer relativ bald mit rein dazu gebe, ist auch das Hackfleischgewürz, also das Chili-Gewürz. Denn wenn diese Gewürze etwas mit anbraten und nicht verbrennen, das ist der Unterschied, aber hier ist ja jetzt die Hitze schon etwas reduziert, dann gibt es nochmal ganz tolle Röstaromen und die Gewürze entfalten nochmal, ziemlich sinnliche Aromen, muss ich immer sagen. So Chili-Gewürz, wenn es so leicht anbräunt, ist einfach ganz toller Geschmack. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, wie ich dieses Chili-Gewürz selber zubereite. Ich gebe pro Pfund immer einen gut gehäuften Löffel drauf. Das ist für mich das Maß. Salz ist keins mit drinnen. Salz gebe ich dann nochmal extra. Aber erst wenn das Gewürz angebraten ist, im Salz zieht Wasser an sich und dann würde sofort die Zwiebel anfangen Wasser zu ziehen und dann brät uns nichts mehr an oder röstet nichts mehr. So, dann kommen noch die vorbereiteten Kürbiswürfel mit rein. Auch noch kurz mit anbraten. Und wenn dann alles angebraten ist, lösche ich das Ganze mit dem Tomatenmark ab, mit meinem selbst hergestellten Tomatenmark. Wie gesagt, Sie können Dose Pizzatomaten nehmen oder wenn Sie selbst was haben. Oder Sie nehmen einfach nur Tomatenmark, rösten das mit an und gießen dann mit der dementsprechenden Menge Wasser auch auf. Da sind Sie eigentlich ganz frei in dem, was Sie tun möchten und wie es Ihnen schmeckt. So, ich hatte viele Tomatenheuer im Garten, nachdem wir sie im Gewächshaus haben, habe ich keine Probleme mit der Braunfäule gehabt im Haus. Habe relativ viel Tomatenmark einkochen können und das nehme ich jetzt zum Aufgießen. Wenn ich es aufbekomme, nehme ich es zum Aufgießen. So, ich gieße auf. Das kann man so Glas, kann man immer noch mal gut mit Wasser nachspülen. Wasser rein, Deckel drauf. Nochmal schütteln und Sie haben auch die Reste aus dem Deckel und aus dem Glas verbraucht. Gib jetzt das Salz rein. Mach einen trockenen Löffel.
Ja, ungefähr einen Esslöffel für die ganze Menge. Also 2 Teelöffel, 1 Esslöffel. Rühre nochmal um, schalte runter und lass das Ganze jetzt dann ja, so eine gute Stunde vor sich hinköcheln. Ich lasse nochmal reinschauen, bevor ich den Deckel drauf mache. Lass es sehen, der Kürbis, wie er schön drinnen schwimmt, eigentlich wie ein ganz normales Chili, nur statt der roten Bohnen haben wir halt heute den gelben Kürbis drinnen. Kommt aber ja auch aus Südamerika, der Kürbis, von daher passt genauso dazu. Lassen Sie sich einfach überraschen und lassen Sie sich darauf ein, die Dinge, die in Ihrem Garten wachsen, auch in Ihren Gerichten ja, abzuwandeln. Bei Ihren bekannten Gerichten einfach Kürbis oder Zucchini mit einzusetzen, wenn da mal Gurke steht oder ja, wenn da mal Bohne oder Linse oder sonst was steht. Jetzt kommt der Deckel drauf, die Temperatur wird reduziert und das Ganze kocht ein und wir sehen uns dann, wenn ich es anrichte. Wow!